Hey Leute, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, haben wir uns jedes Jugendhaus in Leonberg angeguckt. Auf der Suche nach einem Raum für unser Studio. Leider war bisher nichts dabei. Lauter coole Jugendhäuser, aber kein Raum für uns. Jetzt sind wir beim letzten Jugendhaus in der Serie angekommen, der Beat-Baracke in Eltingen. Also schauen wir mal rein und gucken, ob wir hier vielleicht doch noch unterkommen. Let's go! Ja, hi, ich bin der Roman vom Kinder- und Jugendhaus in Eldingen. Das Haus wurde vor knapp 2 Jahren eröffnet und bietet natürlich Raum und Platz für Kinder und Jugendliche, um sich einfach frei zu entfalten. Der Veranstaltungssaal ist ein Vielzweckraum. Zum einen kann man hier eine Bühne aufbauen, ist auch zum Mieten für Hochzeiten, Partys, Geburtstage. Wir können es komplett bestuhlen und wir kriegen ca. 250 Leute im Konzertbetrieb rein. Der Proberaum kann gemietet werden von jedem Sänger, Artist, Künstler, ist theoretisch voll ausgestattet mit allem Equipment, das man so braucht. Man muss halt seine Gitarre mitbringen und dann kann man loslegen. Und wir sind Leonide. Wir sind jetzt im Siebdruck. Hier werden im Siebdruckverfahren per Hand T-Shirts und alles, was aus Textil ist, bedruckt. Ich kann es auch mal zeigen. Das sieht dann so aus. Im Kinder- und Jugendhaus haben wir auch 2 Seminar- bzw. Beratungsräume. Wir finden mehrmals die Woche verschiedene Kurse statt. Zurzeit halt sehr viele Deutschkurse für die Integration von Flüchtlingen. Wir sind jetzt in unserer Holzwerkstatt angekommen. Wir können mit den Kids hier jegliche Art von Holz und anderen Arbeiten machen. Wir haben zum Beispiel im Hintergrund, sieht man es ganz gut, auch einen Tonofen. Dann gehen wir jetzt noch in die Küche und essen eine Pizza, oder? Ziemlich cooles Jugendhaus hier, auch relativ viel Platz, viele Räume. Wir sind ja jetzt eigentlich da auf der Suche nach einem Raum für ein Studio für unser Leo-Magazin. Hm? Meinst du, da wäre was drin hier für uns? Ich denke, dass wir uns da bestimmt irgendwie arrangieren können. Das klingt ja schon mal richtig gut, super cool. Dann schauen wir mal, ob wir hier ein Plätzchen finden können.